Heyo, was geht ab? Mein Name ist Josh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Wheels. Heute mit einer kleinen Spezialfolge, denn wie ihr wisst, ist ja heute Halloween. Wir haben den 31.10. und ich dachte mir, was gibt es Halloween? So wird's geschrieben. Was gibt es Cooleres als an Halloween ein paar Halloween-Level zu spielen? Sortiert nach Rating und starten wir einfach mal sofort rein. Wir fangen an mit unserem Raid 5 Restart, so. Alles klar, das erste ist schon mal für den Arsch. Fangen wir an mit Halloween Superman. Okay, ready? Steady? Go! Woo! Komm! Nein! Wie konnte man das denn jetzt nicht schaffen? Wie konnte man denn so kacke sein? Okay, wir brauchen eine andere Taktik. Als Ball! Yes! Ich weiß zwar nicht, wie wir das überleben konnten, aber hey, wir haben es geschafft. Sind bis ans Ende durchgeflogen in einen schönen Kürbishaufen. Und ja, ist doch cool. Defense yourself, Halloween Zombie Death. Okay, wir verteilen. Hold Space. Oh! Ah, okay. Mit Leertaste können wir die lieben Pfeile benutzen. Oh je. Und mit hoch und runter können wir hier die Maschine. Okay. Ich weiß nicht, ob es hier ein Ende gibt. Auf jeden Fall ist es recht witzig. Ich glaube, es kommen keine mehr. Können wir uns irgendwie. Oh doch, da kommt noch was. Er krabbelt da über den Boden. Was ist. Das ist natürlich ein ultra harter Zombie. Ziel doch nicht auf den da unten. Oh, komm schon. Gegen den da unten kann ich nichts machen. Oh ja, komm. Halloween Zombie Massaker. Zombie ohne Kopf. Komm schon. Wie können die denn ohne Kopf noch laufen? Wie ultra witzig ist das denn? Wieder weggeschmissen. Komm her, Willy. Backflip. Oh. Da dreht sich ein Kopf, seht ihr das? Ist das auch ein Zombie oder was ist das? Oh, jetzt ist er tot. Gut, also auf jeden Fall sehr witziges Level. Auch hier die Schrift finde ich cool gemacht. Aber ich glaube, da kommt jetzt kein Ende mehr. Wir schrotten einfach nur die ganzen Zombies, die da kommen, aber sehr lustig. Halloween Matrix, save your family and save epic replays. If your computer sucks ass like mine, expect lag. Oh oh. Was muss ich machen? Geiler Beat im Hintergrund. Okay, ist vielleicht nicht ganz die Halloween-Musik, aber. Ball throw! Ja, wie ist es dann? Harpune? Zwei extra Bälle? Ich bin im Ball throw so schlecht. Win with the epic ball for 666 billion. Oh. Gut. Alles klar. Wir machen das Ganze von vorne. Ich muss ja irgendwie erstmal. Help! Ja, easy. Going. Hallo. Two balls. Kann ich? Nein, komm. Ich soll das mit dem Epic Ball schaffen. Ich schaff das nicht mal mit den anderen Bällen. Ich bin. Okay, ich hab die Taktik noch nicht ganz raus. Einfach so, einfach werfen, einfach nicht nachdenken, einfach. Trick or treat. Einfach den Ball nehmen und werfen über das Ganze. Einfach direkt. Oh.
okay, so Level mag ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Red 5, Tab R. You will be outside of the box, trust me, it works. Sicherlich nicht. Ich kann außerdem eh nicht voten, da ich keinen Account habe. Aber gut, okay, dann müssen wir halt auf solche Level verzichten, falls sie wirklich funktionieren. Gut, soll mir recht sein. Spielen wir lieber das hier, das sieht doch schon wesentlich cooler aus. Spooky Gegend mit einer kleinen Fledermaus und ein paar schwarzen Kürbissen. Oh, sehr gut. Oh, oh. Oh, oh. Lauf, 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 lauf. Oder fahr, 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 fahr. Oh. Süßes oder saures. Eine schwarze Katze. Ist natürlich einfach mega cool gemacht. Alles so detailreich und so mit den Häusern und... Was muss ich machen? Go in the... Sicherlich, komm, ey. Verarsch mich nicht. Erst kommt einer von hinten, dann kommt... Na, von vorne. Okay, diesmal aber. Los, 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 los. Ich wollte eigentlich sagen, ich finde das Level sehr cool gemacht, weil hier so noch alles grau gehalten und so mit dem spooky Wald. Und dann kommen hier so die Häuser überall mit. Na, wie heißt Kürbissen verziert und so. Oh, rein ins... Wait, wait, wait. Ah. Jetzt fahren wir durch eine Höhle. Autsch. Ah. Lass mich hier raus. Oh. Hä, wie hätte das jetzt funktionieren sollen? Feststelltaste, falschen Knopf gedrückt. Ich will das Level unbedingt schaffen, weil ich finde das echt cool. Aber irgendwie muss da bei dem letzten Typen, den wir jetzt, wo wir jetzt dran gestorben sind, noch einen Trick geben. Also einfach nochmal hier bei den schönen Kiddies vorbei, bei der schwarzen Katze, bei dem Mann mit Laterne. Ach, hier. So, go in the hole, wir gehen in das Loch. Da kommt dann hier der Kollege drüber spaziert, wir fahren wieder raus. Und fahren runter in die Höhle. Da über das Loch drüber, okay. Was muss ich machen? Muss ich den da irgendwie rausschieben? Toll. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wie ich den Typen da kalt krieg. Deswegen lassen wir das einfach mal so und spielen lieber noch eins, damit wir möglichst viele... Was muss ich denn machen? Hier runter? Oder einfach überleben, oder? Ja, hat auf jeden Fall gut geklappt. Weißt du, ebenso den guten Start hingelegt. Gleich der Harpune ausgewichen. Ah! Und jetzt sterbe ich die ganze Zeit. Was soll das denn? Nein, 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 nein! Och, komm, ey. Schon wieder tot. Ich will dir wenigstens mal... Ich lebe doch! Jetzt, 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 komm! Noch. Ja, jetzt. Oh, ja, komm. Ich schaff das. Endlich mal ein Level geschafft. Nein, Mann, Mann, kann ja nicht wahr sein. Aber kurz Dropsing, aber wir haben es geschafft und es war gut. Machen wir doch noch einmal ein Halloween. Ich weiß nicht, wieso die alle Halloween-Matrix heißen. Ach, das sind die Level. Okay, die mag ich nicht. Die machen wir auch nicht. Halloween TSB. The Stress Ball. Okay. Click with the mouse to mutate the zombie. To zombie Stress Ball. Press space to start. Ja, lustig. Oh, hello. I see you got hit by the Halloween lightning. Some others got hit too, but aren't as friendly as I am. Okay, also wir wurden von dem Halloween-Licht getroffen und...
sind jetzt ein... Ich muss gegen ihn kämpfen. Okay, alles klar. Wir müssen gegen verschiedene Halloween-Monster kämpfen, die auch von dem Licht getroffen wurden. Was muss ich hier machen? Hey, use your mouse. Ah, ja, cool. Das ist natürlich krass. Ja, bleib hier vorne. So, jetzt fällt das da rein. So. Hä, wie komme ich denn? Ja, easy. Sau cool. Also, so, ich habe das erste Mal Happy Wheels gespielt. Da gab es das mit der Maus noch gar nicht. What? You should have been here. Well, bye. Oh! Hä? Don't. Ich weiß nicht, was ich. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Was ist denn hier los? Komm! Du blödes Spiel. Ja, ich würde es gern weiterspielen, aber es funktioniert nicht mehr. Ich kann nichts mehr machen, kann mich nicht mehr bewegen. Da müssen wir wohl lieber nochmal ein... Mal gucken, was haben wir denn? Halloween. Halloween Games. Machen wir einfach weiter. Und wir nehmen natürlich wieder hier unsere zwei auf dem Fahrrad. Pumpkin Run. Oh, cool. Statt Bottle Run und Pumpkin Run. So, man verloren, aber hey. Jetfall. Oh, oh. Ach du Kacke. Ja gut, ich würde sagen, das war etwas risky, das jetzt so mit dem Fahrrad zu machen. Toll, ich dachte, man kann da irgendwie... Ich dachte, der Jetfall ist da sofort, deswegen bin ich rausgesprungen und dachte, ich kann da halt irgendwie was... Regeln, aber gut. Springen wir einfach drüber. Aber vielleicht hilft uns das Fahrrad, weil es ist einfach schwerer und hält uns somit unten. Ja, easy going. Zombies. Okay, was müssen wir machen? Die springen uns an. Okay. Oh. Part 2 coming soon. Sorry, run out of irgendwas. Ja, aber das war doch auch mal ein cooles Level. Und dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch ein letztes Halloween-Level. Halloween-Spezial? Hier, wir nehmen das hier. 188.000 Mal gespielt. Ups, wo ist es? Hier. Das ist schon einiges. Und wir nehmen wieder unsere beiden Mannequins auf dem Fahrrad. Und wir starten in einem Gruselwald. Und überall liegen leuchtende Kürbisse rum. Der Mond scheint hell. Die Fledermäuse fliegen, vereinzelte Blätter hängen am Baum. Fallen herab. Eine Hexe im Hintergrund. Sehr cool. Also das Level ist leveltechnisch vielleicht nicht brutal, aber es ist einfach mega schön gemacht. So, das, so die Gestaltung, die Landschaft und so die Idee mit den Fledermäusen. Alter. Mit der Hexe und dem Geisterpferd. Ist einfach mega cool gemacht. Da bekommt man halt so das Halloween-Feeling und Happy Halloween. Ja, was ich sagen wollte zu dem Level, fand ich jetzt als Abschluss mega cool und wünsche euch allen, wie ihr es auch jetzt gerade gesehen habt, ein Happy Halloween. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.